Ganz herzliches Willkommen zu Teil 2 der Bockjagd in Polen. Wie ihr vielleicht in Teil 1 gesehen habt, konnte ich diesen hochkapitalen Sechser legen und mein Vater diesen Sechser mit der dritten Rose. Natürlich haben wir nicht nur diese zwei Böcke erlegt, sondern mein Vater konnte noch einen Medaillenbock erlegen und ich konnte noch einen hochabnormen Bock erlegen. Ja, Bockjagd Teil 2 würde ich sagen. Schauen wir mal rein ins Video. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, die Aufnahmen anzuschauen und wir wünschen auch euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Film ab! Unser Bierschürer Darek, mein Vater und ich gehen jetzt auf eine Kanzel, da wir gestern einen guten Bock ausgemacht haben. Auf den gilt es jetzt. Nachdem ich jetzt heute Morgen schon zwei Böcke erlegen konnte, ist mein Vater wieder an der Reihe. Wir sind gespannt und ich nehme euch einfach wieder mit. Bei meinen Seilen. Gleich zu Beginn wurde es dann richtig spannend. Jetzt heißt es schauen, ob der gesuchte Bock schon auf der Wiese steht.
Mittlerweile auf der Kanzel angekommen, hatten wir jede Menge Rehwild vor. Einige Böcke waren fleißig am Treiben, doch es waren meist jüngere oder schwächere Böcke. Wir warten immer noch auf den einen kapitalen Bock, aber bislang war er wie verschwunden. Und dann war es soweit. Auf einmal stand er vor uns. Der gesuchte Bock stand im Getreidefeld. Pirschführer Darek versuchte es dann langsam mit zärtlichen Tönen, den Bock aus dem Getreidefeld zu locken. Ob es klappen wird, seid gespannt. Ein Weidmannsheim. Weidmannsland, da ist das Land. Lajbur. Auf Polen. Ja, da haben wir einen braven Bock, einen guten Bock. Den haben wir schon gestern gesehen, bei Regen. Und wir konnten den nicht kriegen. Und heute haben wir mit dem Plan angesagt, dass wir kommen auf Kanzel. Würden wir warten. Da haben wir am Anfang auch gute Böcke gesehen, wie die treiben hinter Ricken und da nach unseren Blatten. Ich denke, das ist ein Medaillenbock. Ganz hoch, schön gepaart, schöne Rosen. Eine sehr gute Sechse. Weidmannsheim nochmal. Heiko. Und das Spur auf dem Boden. Nachdem wir dann den Medaillenbock versorgt hatten, ging es noch nicht zurück Richtung Lodge, da die Sonne hinterm Horizont noch nicht untergegangen ist. Darek hatte einen weiteren, vielversprechenden Platz für uns vorbereitet und den gilt es nun zu beziehen. Wir hatten beim Anpirschen schon jede Menge Rehwild im Anblick und es wurde alles noch viel besser und schöner. Es gelang uns dann sogar, einige jüngere Böcke direkt bis unter den Hochsitz zu platten. Leider war an diesem Abend kein passender Bock mehr dabei, doch
Es ging ja am nächsten Morgen wieder raus und somit lassen wir diesen wunderschönen Jagdabend gemütlich ausklingen. Und dann war es soweit. Unser letzter Ausgang in Polen. Pirschführer Darek hatte einen Plan. Er suchte nach einem bekannten Bock, auf den schon viele Jagdgäste weitwerken, aber vergeblich. Es hatte einen traumhaften Bodennebel und die Kulisse war einfach atemberaubend. Kann man nicht gut sehen. Jetzt doch. Schüttelt's mir gerade. Ja, ich habe gerade auf den Bock geschossen mit extrem langen Vordersprossen. Pirschführer Darek kannte den Bock und ich bin sehr, sehr gespannt, was für ein Bock jetzt da wirklich liegt. Und wir gehen jetzt mal zum Stück. Der Bock lag im Knall. Die Spannung steigt. Ja, gehen wir gucken. Komm. Das ist gut. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Guck mal, die Sprosse hier. Schöne Perlung. Ein Spezialbock. Ich wünsche dir nochmal einen Gewand. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Das ist gut abholen. Bitte sehr. Wenn Platz ist zu wenig, dann musst du ein bisschen abdreschen. Ja. Dieser Bock kenne ich schon seit Frühjahr.
aber ist uns immer weggelaufen. Und trotzdem, jetzt auf Platzzeit haben wir den gefunden. Mit Johannes. Johannes ist sehr, sehr zufrieden. Ich auch als Führer. Oder? Ja. Ja. Das ist dein Bock. Johannes sagt, das ist dein letzter Bock in Polen. Letzter Ausgang. Aber ich denke, wir gehen nochmal raus. Oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. So. Letzter Morgen eben in Polen. Der letzte Bock liegt. Ein wirklich extrem guter Bock. Ich freue mich sehr. Vielen Dank nochmal an Darek, unseren Pirschführer. Jetzt nutzen wir mal kurz die Situation und sagen euch mal, wo wir waren. Wir waren hier in Polen bei TTA Jagdreisen. Wir wurden herzlich aufgenommen. Es war eine traumhafte Bockjagd. Die Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Wir freuen uns sehr. Jeder Bock ein Traum. Ja, ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich bin einfach nur dankbar. Vielen Dank auch noch an unseren Pirschführer für die super Zusammenarbeit, auch mit dem Film. Es war einfach ein Traum. Es war eine der schönsten Jagden meines Lebens. Das sind ganz schöne Worte. Ich wünsche euch weiter mein Teil. Ich bin nur hinten, aber komme ich jetzt ganz kurz nochmal nach vorne zu euch. Bleib. So, Dasbur aus Polen. Dasbur. Weidmannsheil. Weidmannsdank. So, Bockjagd vorbei für uns hier in Polen bei TTA Jagdreisen. Wir konnten 8 super Böcke erlegen. Jeder Bock mit seiner eigenen Geschichte. Einer besser wie der andere, einer abnormer als der andere. Wir sind echt überglücklich und müssen das alles erst in Deutschland wieder verarbeiten. Wir haben klasse Böcke, klasse Bilder mit Pirschführer Darek. Es war einfach wunderbar. Wir kommen auch gerne wieder. Es ist eine bunt gemischte Strecke vom Medaillebock bis zum kleinen Bock. Alles dabei. Also besser und schöner kann es eigentlich fast nicht sein. Vielen Dank ans ganze Team von TTA Jagdreisen und bis bald. Weidmannsheil, bis bald. Weidmannsdank.